bin Janneke Roll, wir sind hier im Board Lab und wir befinden uns in der Stadt Kiel. Wir bauen Surfboards im weitesten Sinne und bieten Workshops an, in denen unsere Teilnehmer ihre Boards selber bauen. Also die Gestaltung der Boards, da kann sich jeder Teilnehmer komplett selber austoben. Besonders der erste Workshop-Tag ist nur dieser Gestaltung gewidmet. Wir kaufen Bohlen, die wir hochkant auftrennen und zu Platten so verleimen, dass man das Brett, wenn man es hochkant auftrennt, quasi genau so aufklappt, dass die Maserung nachher spiegelsymmetrisch in dem Board liegt. Das ist quasi die Ober- und die Unterseite von dem Surfboard. Das Innengestell, dieses Spantengerüst, wird vorbereitet. Also wir zeichnen das in CAD und haben quasi das 3D-Modell, aus dem wir dann diese Spanten uns rausziehen können und dann über einen Lasercutter das Spantengerüst ausschneiden lassen. Also das ist ein durchtechnologisierter Arbeitsschritt, der es uns möglich macht, halt sehr, sehr präzise genau diese Form zu bauen. Und am nächsten Tag, wenn der Kleber ausgehärtet ist, können wir die Kontur, also die Rails und die genaue Außenkontur, da raussägen und raushobeln. Dann wird das entgeschliffen und bekommt noch ein dünnes Glasfaserlaminat, um es hundertprozentig wasserdicht zu machen und auch sehr kratzfest und stoßfest. Es gibt ein Pilotprojekt in Mitteldeutschland, die Paulunia-Holz, also das Holz, was wir verbauen, in Deutschland anbauen. Die haben dieses Jahr das erste Mal geerntet und wir werden jetzt unser Holz quasi aus Deutschland beziehen. Und Ziel ist es, ein Board zu bauen, was man kleinsägen und auf den Kompost legen kann. Ich bin Wassermensch, ich bin natürlich Riesenfreund des Kieler Umlandes, der ganzen Strände. Ich wohne selber in Holtenau, finde die Meile unten, den Thiessenkai, unglaublich schön. Also an Schleswig-Holstein gefällt mir, dass wir zwei Meere haben. Egal in welche Richtung man hier rausfährt, das ist wirklich alles unglaublich sehenswert.